Hab ich. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kybra und ich zeige euch Ausschnitte aus meinem Leben. Schön, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt. In dieser Folge erzähle ich euch 10 Fakten über mich. Das machen ja YouTuber immer öfter und ich finde, das ist eine echt coole Art und Weise, sich nochmal irgendwie ganz persönlich vorzustellen. Also ihr wisst echt schon einige Dinge so über mich, aber wenn ihr neu eingeschaltet habt, würde ich euch raten, meine anderen Folgen der Vlogs euch anzuschauen, wenn euch das überhaupt interessiert. Und ansonsten werdet ihr jetzt brandneue Informationen über mich erfahren. Hier kommen die 10 Fakten über mich. Viel Spaß! Mir ist als allererstes eingefallen, dass ich mich vor Insekten ekel. Ich finde Insekten sehr unberechenbar und vor allem mag ich es nicht, wenn Insekten krabbeln. Nee, Fliegende finde ich eigentlich genauso schlimm. Viele Menschen mögen ja zum Beispiel Schmetterlinge. Ich finde Schmetterlinge ganz schlimm. Oder Marienkäfer. Finde ich auch ganz, ganz schlimm. Aus sicherer Entfernung, das ist okay. Aber sobald sie anfangen, sich zu bewegen, bin ich total am Ausrasten. Also Insekten und Kybra sind definitiv keine Freunde. Und das werden sie wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr werden. Zweiter Fakt. Ich habe mal ein Kopftuch getragen. Ich glaube, ich hatte das circa in der 5. Klasse aufgesetzt, aus religiösen Gründen. Und ich habe mich sehr wohl damit gefühlt. Es war auch meine eigene Entscheidung, meinen Glauben damit auszuleben. Vor circa 8 Jahren habe ich mich dann dazu entschieden, es abzulegen, weil ich mich nicht mehr wohl damit gefühlt habe. Ja, das war ein Prozess von halbem Jahr circa, bis dreiviertel Jahr, würde ich sagen. Und wie Menschen nun mal sind, wir entwickeln uns alle weiter und verändern uns. Und das ist super gut so. Irgendwie habe ich mich dann eingeengt gefühlt. Und das war halt nicht mehr die Kybra. Vielleicht interessiert das Thema euch ja noch mehr. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne in der Kommentarbox stellen. Da kommen wir schon zu dem dritten Fakt. Was ich absolut nicht mag, sind Champignons, Pilze, Trüffel. Alles, was mit Pilzen annähernd verwandt ist, kann ich nicht leiden. Ich mag den Geschmack einfach absolut nicht. Ich habe erst gedacht, das liegt vielleicht an der Konsistenz und habe sogar mal probiert, irgendwie Champignons richtig schön anzubraten und so und habe die probiert und ich mag es einfach nicht. Ich mag es einfach vom Geschmack her nicht und das ist ja auch nicht schlimm. Ich komme auch richtig gut ohne aus. Jetzt kommt der vierte Fakt. Leute, ich liebe das Meer. Ich liebe Wasser, ich liebe Seen, Flüsse. Einfach sobald ich an einem Ort mit Wasser bin, geht es mir gut. Ich habe das Gefühl, dass ich dort meinen Seelenfrieden finde. Das wird jetzt hier ein bisschen esoterisch, wie ihr merkt, ein bisschen spirituell. Fakt ist einfach, dass ich das Meer liebe und dass mich das irgendwie beruhigt und mich zu mir selber holt und das Geräusch vom Meer ist einfach, oh mein Gott, da, also schon allein, wenn ich darüber nachdenke, geht mir mein Herz auf. Fünfter Fakt, ich liebe Musik über alles. Ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Sobald ich irgendwie unterwegs bin und mit mir alleine bin, kommen die Kopfhörer in die Ohren und die Musik wird angemacht. Musik bewegt extrem viel in mir, unterstützt mich irgendwie in jeglichen Lebenssituationen. Ich weiß nicht, das untermalt einfach immer wieder nochmal meine Gefühle. Und ich mag das einfach total. Was haben wir denn noch? Ah ja, ich liebe es, barfuß zu sein. Im Sommer vor allem, das ist so ein tolles Gefühl. Ich fühle mich dann immer so frei. Ich mag es einfach, dass meine Füße in der frischen Luft sind und nicht eingeengt von irgendwelchen Socken oder Schuhen sind. Das mag ich total. Selbst im Winter, Leute, also im tiefsten Winter, habe ich natürlich meine super coolen Hausschuhe an. Aber so im Herbst zum Beispiel laufe ich auch barfuß rum. Und natürlich frieren meine Füße auch schnell. Aber dann packe ich mir lieber ein Kirschkernkissen drauf, anstatt mir irgendwie Socken oder Schuhe anzuziehen. Das ist schon ein bisschen weird, ne?
aber das ist leider so. Der siebte Fakt über mich. Ich bin Vegetarierin, das jetzt schon seit 2 Jahren. Zu diesem Entschluss kam ich, weil mich jemand darauf sensibilisiert hat. Also ich wusste das ja schon vorher, dass Tiere geschlachtet werden und das, was auf meinem Teller ist, ein totes Tier ist, was ich esse. Vor 2 Jahren war dann der Wendepunkt, wo ich gedacht habe, nee, will ich nicht mehr essen. Ich habe überhaupt keine Entzugserscheinungen. Also ich meine, ich liebe Gemüse. Essen an sich. Ich liebe Essen an sich, wie man unschwer erkennen kann. So, dann Fakt Nummer 8. Ich bin ein extremst chaotischer Mensch. Ich bin absolut unorganisiert. Ich habe 2-3 Kalender und trotzdem verpeile ich manchmal meine Termine. Ich komme immer zu spät. Ich bin auch manchmal sehr knapp, was Timings angeht. Also wenn mir jemand sagt, Kybra, bis dahin brauche ich das und das. Manchmal auch schwierig. Das ist keine gute Eigenschaft von mir, das muss man echt sagen. Daran will ich auch arbeiten, aber andererseits akzeptiere ich es auch einfach. Solange ich niemandem damit wehtue, ist das doch okay, oder? Ich komme gebürtig aus Bochum. Ich liebe diese Stadt. Man sagt ja immer, Heimat ist irgendwie da, wo du deine Liebsten hast. Das trifft absolut zu. Ich komme in Bochum sehr selbstständig zurecht. Sei es die öffentlichen Verkehrsmittel, sei es irgendwie die Menschen. Ich mag es einfach. Ich mag diesen Ruhrpott-Flair, diese Unterschiedlichkeit in Bochum. Ich kann mir auch nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben. Bis jetzt. Vielleicht kommt das ja auch nochmal anders. Aber man weiß ja nie. Ja, das war der 9. Fakt. Was war der 10. Fall? Seht ihr, was ich meine? Ich bin so unorganisiert, dass ich mir sogar, bevor ich dieses Video drehe, nicht alles aufschreibe, was mir einfällt. Ich denke immer, ach, irgendwie geht das schon. Ich weiß es nicht mehr. Aber mir fällt gerade ein neuer Fakt ein. Der 10. Fakt über mich. Immer wenn ich nervös werde, bin ich extremst hibbelig und esse ganz viel Krimskrams. Bevor ich irgendwelche Auftritte habe zum Beispiel und wir noch im Backstage sind und irgendjemand hat noch Knabbersachen, wie so ein Hamster stopfe ich mir dann die Backen voll, um irgendwie diese Nervosität in den Griff zu kriegen. Genau, dann fahre ich auch immer von rechts nach links und bin total hibbelig und rede total viel und gehe den anderen Leuten auf die Nerven. So ist das, wenn Kybra nervös ist. Da will man sie eigentlich nicht bei sich haben. Das waren die 10 Fakten über mich, ihr Lieben. Mich würde interessieren, was gibt es an Fakten über euch? Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Wie oft schaltet ihr auf meinem Vlog ein? Das wird mich alles sehr interessieren. Schreibt mir das alles in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen oben. Abonniert den Kanal der Aktion Mensch. Und schaltet das Glöckchen auf ein, damit ihr keine Folge mehr meines Vlogs verpasst. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche.